Wir haben schlimme Überschwemmungen in Deutschland mit vielen Toten gesehen. In Tschechien wütete im Sommer ein Tornado mit Windgeschwindigkeiten von 300 bis 400 Stundenkilometern. In Südeuropa und der Welt insgesamt haben wir erneut schwere Brände gesehen, die ganze Landstriche verwüstet haben. Dazu 50 Grad Celsius in Kanada, Hitzewellen bis zum Polarkreis. Es sind zudem erneut klimawissenschaftliche Berichte veröffentlicht worden, die zeigen, dass der Golfstrom sich wahrscheinlich schon verlangsamen könnte. Andere Kipppunkte, wie das Abschmelzen des antarktischen Eisschilds, wahrscheinlich schneller erreicht und Wetterextreme in der Zukunft wohl schlimmer sein werden als bisher noch erwartet. Und das alles, während das Treibhausgasbudget für das 1,5 bis 2 Grad Ziel in den nächsten Jahren verbraucht sein wird, wenn nicht umgesteuert wird. Gleichzeitig stellt Unionskanzlerkandidat Armin Laschet klar, dass man wegen, Zitat, so einem Tag, also den Überschwemmungen, nicht die Politik ändert. Und SPD-Kandidat Olaf Scholz propagiert 1,5 Grad als Obergrenze, um im gleichen Atemzug die damit vollkommen unvereinbare Aussage zu verbinden, den Kohleausstieg von 2038 nicht vorzuziehen, vom Gasausstieg ganz zu schweigen. Aber trotz solcher Harakiri-Politik spricht niemand jenseits des sogenannten radikalen Milieus solchen Kandidaten die Regierungsfähigkeit ab. Doch es gibt auch Grund zur Hoffnung. Klimaproteste und Kampagnen haben in den letzten 2, 3 Jahren die Klimakrise stärker auf die Agenda bringen können, den Diskurs gedreht von Europa bis Nordamerika. In den Medien wird nun öfter über die Krise berichtet als zuvor, wenn auch viel zu wenig und dem Notstand natürlich nicht angemessen. Regierungen stehen in ihren Ländern unter Druck, endlich zu handeln. Die meisten Parteien versprechen vor der Bundestagswahl, mehr fürs Klima zu tun. In Deutschland entschied das Bundesverfassungsgericht aufgrund einer Klage von Aktivistinnen, dass die Bundesregierung früher aus den Treibhausgasen aussteigen muss. Aufgrund des Gerichtsurteils sah sich die Bundesregierung sogar gezwungen, etwas mehr für Klimaschutz anzubieten. Heraus kam ein mickriges Klimasofortprogramm. Zumindest will man jetzt früher, nämlich 2045, klimaneutral sein. Auch auf EU-Ebenen und in den USA gibt es einige positive Signale. Aber all das ist viel zu wenig und oft nur Rhetorik. Das leicht korrigierte Klimaziel Deutschlands, ist viel zu wenig. Auch die Ankündigungen aus Brüssel und Washington reichen bei weitem nicht und sind weit entfernt vom Notwendigen. Selbst fürs 2-Grad-Ziel reicht es nicht. Und es bleibt kaum noch Zeit zum Umsteuern. Es ist eine Bankrotterklärung im Klimanotstand, ganz abgesehen davon, dass die Bundesregierung dem Ziel keine entsprechenden Maßnahmen folgen lässt und mit negativen Emissionen trickst. Doch die Abendnachrichten beruhigen wie zuvor. Die Politik hat verstanden, alles wird gut. Einlullen, tricksen, attackieren, heucheln. Die Illusionsmaschinerie läuft in der politischen Öffentlichkeit weiter, wenn auch nicht mehr so krass wie zuvor, während sich die Klimakrise verschärft. Fest steht, die Blockierer und Bremser der Energierevolution werden gewinnen, sollte Verantwortung wie zuvor an Parteien, Medien und auch Umweltverbände delegiert werden. Die Kursänderung wird auch dann nicht automatisch vom Himmel fallen, wenn die Grünen in Regierungsverantwortung kommen sollten. Deren Bundesparteitag hat klar gezeigt, wohin die Reise geht. Die Energiewende-Gegner sind zu einflussreich und die erforderliche Wende zu rasant und tiefgreifend, um sie dem politischen Normalbetrieb zu überlassen. Trotz aller positiven Entwicklungen auch auf den Energiemärkten und einem geänderten Diskurs seit dem Klimaprotest von 2019. Tatsache ist, die Kehrtwende braucht in den nächsten Jahren massiven Druck aus der Zivilgesellschaft. Weil in zentralen Institutionen weiter jede Menge Klimaschmutzmitläufer und Bremser sitzen. In Regierungsorganen, Parlamenten, Parteien, Behörden, Medienhäusern oder Gewerkschaften. Die Klimaschmutzlobby, wie die Journalistinnen Annika Jörres und Susanne Götze,
es nennen, ist weit verzweigt und einflussreich. Sie reicht von der fossilen Brennstoffindustrie über den Bauernverband, die Chemie- und Stahlindustrie bis hin zur Auto- und Luftfahrtbranche. Selbst in Umweltverbänden und klimawissenschaftlichen Politikberatungsgremien dämpft man viel zu oft in der Öffentlichkeit die Stimme. Auch die Kirchen belassen es bei Appellen. Was muss sich also ändern? Die unangenehme Wahrheit ist, das Budget an Treibhausgasen für die Einhaltung der Obergrenze selbst für ein 2-Grad-Ziel ist durch jahrzehntelanges Nichthandeln derart geschrumpft, dass es für die Industriestaaten nur noch maximal bis 2035 reicht. Also jedes Jahr müssen die Emissionen ab sofort um mindestens 10% sinken. Und das in allen Industriestaaten im Übrigen eine historische Herkulesaufgabe. Um es klarzumachen, im Corona-Rezessionsjahr, wo die Wirtschaftstätigkeit auf ein Minimum heruntergefahren wurde, konnte in Deutschland eine Minderung von 8,7% erreicht werden. Daran kann man erkennen, was in den nächsten Jahren in den Industriestaaten ansteht. Ab jetzt wird jedes verlorene Jahr ein Sargnagel für die Verhinderung gefährlicher Erderhitzung sein. Das ist keine Dramatisierung, sondern ergibt sich, wenn man eins und eins zusammenzählt. Die Entwicklungsländer müssen gleichzeitig, und das ist die schlechte Nachricht, auch ab 2025 schnell Richtung Null Emissionen kommen, also in 7 Meilenschritten. Auch dort dürfen ab 2060 Kohle, Gas und Öl nicht mehr verbrannt werden für die Energieerzeugung. Für diese Wende bei steigendem Energiebedarf brauchen die armen Länder Unterstützung von den reichen Ländern. Nach einer Reihe von Studien rund 1 Billion Dollar jedes Jahr an Anschubfinanzierung für die Energierevolution und Anpassungsmaßnahmen gegen Klimaschäden, die ja jetzt schon auftreten. Ohne diese Hilfe wird die Kursänderung in den Entwicklungsländern nicht stattfinden können. Dann steigen die Emissionen global weiter, auch wenn sie in den Industriestaaten sinken. Die Klimagelder sind auch keine Almosen, denn die industrialisierten Staaten sind aufgrund ihrer historischen Klimaschulden durch die ständige Übernutzung der Atmosphäre schon lange im sogenannten Emissionssoll. Sie sind, wie der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltfragen, WBGU, schon 2009 in einer sehr schönen Untersuchung feststellte, längst kohlenstoffinsolvent. Von der notwendigen Kursänderung sind wir aber heute weit entfernt. Unbeirrt von Hitzewellen, Dürren, Stürmen und Überschwemmungen steuern die Regierungen der reichen Länder Richtung 3 bis 4 Grad Erderhitzung. Dieser Kurs ergibt sich, wenn die Staaten alle Versprechungen, die sie in Paris gegeben haben, 2015 auf dem Klimagipfel einhalten. Für uns Bewohner auf dem Planeten wird es bedeuten, in 80 Jahren sind viele niedrige und mittlere Lagen wegen des Hitzestresses und der Dürren nicht mehr bewohnbar. Die meisten Bevölkerungen werden kaum mehr Zugang zu Trinkwasser haben. So wird die Welt aussehen, wenn alle Staaten ihre gegebenen Versprechen einhalten. Wenn sie es nicht tun, sieht es schlimmer aus. Die Konsequenzen einer 3 bis 4 Grad Erderhitzung sind derart erschreckend, dass Forscher nicht darüber nachdenken oder gar eine Überlebensstrategie entwerfen wollen. Die Landfläche wird zum Beispiel schrumpfen, während die Größe der Menschheit zunimmt. 11 Milliarden statt der heute knapp 8 Milliarden Menschen bis Ende des Jahrhunderts werden prognostiziert. Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, stellt vor diesem Hintergrund fest, Zitat, es ist kaum vorstellbar, wie es möglich sein soll, 8 Milliarden Menschen oder selbst die Hälfte davon zu versorgen. Zitat Ende. Also viele, wahrscheinlich Milliarden Menschen, werden in den nächsten Jahrzehnten nicht überleben, wenn es keine Kursänderung gibt. Wenn sogenannte Kipppunkte im Erdsystem überschritten werden, wie das Auftauen der Permafrostböden, wodurch wieder große Mengen an Methan freigesetzt werden, was zu einem sich selbst verstärkenden Kreislauf führen könnte, heißt es am Ende sogar Game Over für die Spezies Mensch. Gibt es Hoffnung, das Schlimmste noch zu verhindern? Tatsächlich kündigten die USA auf dem Weg zum Klimagipfel in Glasgow, der findet ja im November statt, die Klimaziele aufzustocken. Auch die EU und Deutschland wollen das Tempo anziehen, während Parteien im Wahlkampf versprechen, mehr fürs Klima zu tun,
Doch die Angebote, wie schon gesagt, reichen längst nicht. So wollen sich die USA bis 2050 Zeit lassen und haben in ihren Reduktionsfahrplänen noch enorme Mengen an sogenannten negativen Emissionen eingerechnet. Da können wir noch drüber sprechen, CCS oder BECCS, also man verpresst irgendwann in der Zukunft CO2 unter die Erde oder unter die Meere, aber diese Technologien gibt es in dieser Dimension noch nicht. Also die haben sie noch eingerechnet. Das ist die übliche kreative Buchhaltung auf dem Papier, um jetzt die Emissionsminderung nicht stattfinden zu lassen. Die EU hat sich ein ähnliches Klimaneutralitätsziel gesetzt. Keine Partei im Bundestag, hat Christian ja auch schon angedeutet, außer den Linken, so viel ich sehe, die wollen zumindest bis 2035 auf dem Papier Ende setzen mit Emissionen, hat in dem Wahlprogramm einen Reduktionskurs, keine der Parteien, der mit dem 2-Grad-Ziel auch nur annähernd kompatibel ist. CDU, CSU wie die SPD wollen erst 2045 auf Null fahren. Die Grünen wollen bis 2030 bei -70% landen. Auch bei Maßnahmen und Plänen herrscht Funkstille, Unionsparteien oder die Angst, als zu radikal zu erscheinen, Grüne. Es gibt bisher nur leichte Kurskorrekturen, aber nicht die notwendige Kursänderung. Es wäre daher fatal, sich erneut falschen Hoffnungen hinzugeben. Immer wieder wurde die Weltrettung versprochen. US-Präsident George Bush Senior kündigte angesichts der Erderwärmung 1987 einen Weißes Haus-Effekt an. Barack Obama 20 Jahre später eine nationale Energiewende. Die Bundesregierung legte 1990 einen globalen Plan für den fossilen Ausstieg vor und folgt ihm bis heute als Klimavorreiter. Der Plan war von Anfang an eine Mogelpackung, wie ich im Buch ausführlich analysiere, aber darüber wurde der Mantel des Schweigens gebreitet. Auf internationalen Klimagipfeln werden seit einem Vierteljahrhundert immer wieder historische Abkommen gefeiert. Die Umweltverbände betreiben seit 30 Jahren Umweltlobbyismus und verlangen von Regierungen, etwas mehr zu tun, nie aber das Notwendige zu tun. Sie haben zu keiner Zeit ihre Mobilisierungsmacht genutzt, um echten Druck für die Kursänderung aufzubauen. Während tausende klimawissenschaftliche Studien wie Rauchmelder Alarm schlagen, dämpften renommierte Forscher wie Hans-Joachim Schellenhuber oder Ottmar Edenhofer, beide vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, als Politikberater in der Öffentlichkeit ihre Stimme und waschen die Klimaziele der EU und Deutschlands in ARD und FAZ grün. All das führt dorthin, wo wir uns jetzt befinden, am Rand des Abgrunds. Die Treibhausgase liegen heute 60% höher als 1990, nicht 60% niedriger. Wie deutsche Meteorologen und Physiker in einer gemeinsamen Presseerklärung Mitte der 80er Jahre forderten. Wir sind buchstäblich die erste Generation, die Spezies Mensch in Frage stellen könnte. Der Dachstuhl des Hauses brennt. Wir entscheiden in den nächsten 10 Jahren nun, ob das ganze Haus abbrennt oder nur der Dachstuhl. Dabei ist die Krise Jahrzehnte alt, alles Wesentliche ist schon in den 60er, 70er Jahren bekannt gewesen, aber Bevölkerung und Gesellschaft sind immer wieder Beruhigungspillen verabreicht worden von fossilen Interessengruppen, Politik und Presse. Verpackt in Slogans wie "Wir sind Klimavorreiter", "Wind- und Sonnenenergie bedeuten Luxusstrom", "China ist an allem schuld". Damit muss Schluss sein, vor allem mit dem Wegsehen der gezielten Ignoranz. Bei keinem Wahlkampf in den letzten Jahrzehnten spielten Klimaschutz und die benötigte Kursänderung eine Rolle. Wer die Energiewende zum Thema machte, wurde abgestraft, siehe den grünen Wahlkampf Ende der 90er Jahre. Der bereits verstorbene Hermann Scheer von der SPD, Mitautor des Erneuerbaren Energiengesetzes und unermüdlicher Kämpfer für die Energiewende, erkannte früh, dass der Kampf für die Wende eng verbunden ist mit dem Kampf um die öffentliche Meinung. Und dieser Kampf wurde immer wieder verloren. Die meisten, die Einfluss auf die veröffentlichte Meinung haben, gingen auf Tauchstationen, trommelten auf den Wirtschaftsseiten zur Klimaschmutzblockade und lenkten die BürgerInnen vom Notwendigen ab. Die Stromwende, die durch das Erneuerbare Energiengesetz so kraftvoll eingeleitet wurde, wurde von der Presse kaputt geredet und dann politisch abgewrackt. Von 2009 bis 2019 stagnierten daher die Treibhausgase in Deutschland, der Crashkurs der eigenen Regierung
und der mächtigen Industriestaaten wurden in einer Mischung aus Desinteresse und Desinformation immer wieder massenmedial durchgewinkt. Die Klimakrise landete meist auf den hinteren Seiten in der Wissenschaftsrubrik. Klimapolitik und die voranschreitende Klimakrise waren nach einer Studie des Instituts für empirische Medienforschung von 2004 bis 2018 nie unter den Top 10 oder den Top 20 der Themen in den Abendnachrichten im Fernsehen, mit der Ausnahme von 2007, als Al Gore und der Weltklimarat IPCC den Nobelpreis erhielten. Sonst nie. Nach dem Pariser Klimagipfel von 2015, der als historische Wende von Taz bis Greenpeace bejubelt wurde, stiegen die Treibhausgase global ungehindert weiter. Kein Wunder, der sogenannte Klimadurchbruch war eine reine Medienerfindung oder politische Erfindung, eine Politshow. Die Industriestaaten änderten ihre Reduktionsziele in Paris nicht um ein Müh, kein bisschen. Die Kompassnadel zeigte weiter Richtung Kollaps. In Großbritannien wurde nach dem Jubelgipfel der Ausbau des Flughafens Heathrow gegen starke Widerstände durchgedrückt. In Deutschland baut man stoisch weiter an Flughäfen, Kohlekraftwerken und Gaspipelines, als ob nichts wäre. Im Verkehrssektor, Agrarsektor, Heizsektor das gleiche Trauerspiel. Trotz der sich zuspitzenden planetaren Dramatik spielten Klimaschutz und Kurs Klimakollaps nach Paris bis zu den Klimaprotesten praktisch keine Rolle in der politischen Öffentlichkeit. Der damalige SPD-Abgeordnete Marco Bülow untersuchte zum Beispiel 204 Sendungen der 5 relevantesten Polit-Talkshows der öffentlich-rechtlichen Sender, also Maischberger, Anne Will, Hart aber fair, damals auch noch Jauch und Maybrit Illner. Und das für den Zeitraum von Oktober 2015 bis März 2017. In 1,5 Jahren beschäftigte sich fast jede zweite Sendung mit dem Themenkomplex Flüchtlinge, Islam, Terror, IS, Populismus, Extremismus. Alles natürlich mit dem Unterton, die sogenannte Flüchtlings- und Migrationswelle bedroht uns also schottendicht. Die Klimakrise kam kein einziges Mal vor. Auch im Bundestagswahlkampf 2017 war Klimapolitik kein Thema. Von den 95 Minuten des TV-Duells zwischen damals eben Angela Merkel, CDU, und Martin Schulz von der SPD stellten die Journalisten die Hälfte der Zeit Fragen zur Flüchtlings- und Asylpolitik. Das Thema Klimakrise ging erneut leer aus. In den Sommerinterviews von ARD und ZDF 2018 nahm der Komplex wieder Flucht, Asyl und Migration weiter mehr als ein Drittel der Redezeit ein. Die Journalisten übergingen erneut die Klimakrise, wie auch viele andere wichtige Themen, zum Beispiel Armut. Selbst nach dem Klimaprotestjahr 2019, als Millionen gegen die Klimapolitik auf die Straße gingen, nach Hitze- und Dürresommern auch in Deutschland, brachten es die Journalisten der öffentlich-rechtlichen Sender fertig, den Spitzenpolitikerinnen keine einzige Frage zur Klimapolitik zu stellen. Auch bei der 90-minütigen Sommerpressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel im letzten Jahr sahen die Hauptstadtkorrespondentinnen über die Klimakrise und den Kurs Klimakollaps der Bundesregierung hinweg. Nur die Journalisten der unabhängigen Plattform Jung und Naiv brachten das Thema auf. Auf Kritik und selbst konstruktive Anregungen reagiert die Medienelite mit Wagenburg-Mentalität, was durchaus auch Zeichen der Schwäche ist. So versuchte eine Initiative, inspiriert von den Klimabewegungen, eine Sendung Klima vor Acht, entsprechend der Börse vor Acht, in die öffentlich-rechtlichen Sender zu bringen. ZDF-Intendant Thomas Bellut antwortete, Zitat, ich würde es machen, ich würde es nicht machen. Klima ist wichtig, aber danach kommt das nächste Thema. Themen ändern sich. Ich finde es falsch, so etwas vorzugeben, denn damit macht man Politik. Ist das unsere Aufgabe? Nein. Die Regierung ignorierte lange den von rund 20.000 Bürgerinnen unterstützten Vorschlag, darunter Prominente wie Caroline Kebekus, Bastian Pastewka, Luisa Neubauer, Bjarne Mädel und ARD-Meteorologe Carsten Schwanke. Mit zunehmendem Druck wiegelten die Verantwortlichen, die Initiatorinnen schließlich mit durchsichtigen Vertröstungen ab, mehr über Nachhaltigkeit zu berichten. Angesichts der planetaren Krise droht der gebührenfinanzierte Rundfunk mit seiner Meinungsmacht ins klimajournalistische Nirvana zu versinken. All das zeigt,
Der politische Kampf um die Energierevolution wird kein Spaziergang und muss mit vielen Blockaden und Hürden rechnen. Aber es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Sunrise-Bewegung und die Green New Dealer um Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders machen weiter Druck auf die beiden Regierungen, den Infrastrukturumbau zu beschleunigen. Im Moment versuchen progressive Demokraten, das 3,5 Billionen US-Dollar umfassende Programm gegen die Blockade der Republikaner im Kongress durchzubringen. Das ist ein schwerer Machtkampf mit offenem Ende. Die EU ist ebenfalls in Zugzwang und musste wegen der Protestwelle bereits nachlegen. Es liegt zudem ein echter Green New Deal für Europa auf dem Tisch, angeführt vom ehemaligen griechischen Finanzminister Yannis Varoufakis. Er will dem viel zu laschen EU-Klimaprogramm unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Beine machen. Währenddessen sieht man in der Finanzindustrie zunehmend die Risiken, die mit fossilen Anlagen verbunden sind. Und die erneuerbaren Energien werden auf den Märkten immer billiger. Automarken wie Volvo oder auch Audi kündigten an, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr in ihre Autos zu bauen. Zu spät, sicher, aber die Richtung stimmt. In den Medien erhält Klimapolitik seit den Fridays for Future Strikes zumindest etwas mehr Aufmerksamkeit als zuvor. Die Vorschläge von Bürgerkonvents in Deutschland oder Frankreich zeigen, wie Bevölkerungsumfragen auch, dass die Menschen für die notwendige Kursänderung zu gewinnen wären. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat nicht zuletzt geholfen, die Bundesregierung unter Druck zu setzen. Jetzt gestern entschied das Oberverwaltungsgericht in NRW aufgrund der Klage des BUND, dass das Kohlekraftwerk Datteln 4 nicht rechtmäßig gebaut worden sei. Überall also finden sich positive Initiativen und einige Erfolge, die den Unterschied machen könnten. Der Runde Tisch Erneuerbare Energien, ein Zusammenschluss von unterschiedlichen NGOs, fordert in seiner Kampagne bis 2030 100% Erneuerbare. Die Kampagne kann sich auf Studien des Wuppertal-Instituts, also von Fridays for Future, in Auftrag gegeben oder der Energy Watch Group unter Klimapionier Hans-Josef Fell stützen. Sie zeigen, dass eine schnelle Dekarbonisierung bis 2030 bzw. 2035 machbar ist. Die Initiative Klimaneustart hat vor kurzem ein Volksbegehren gestartet. Ziel: Klimaneutralität bis 2030 für Berlin. Zugleich tritt mit der Klimaliste Berlin eine neue Partei bei den Landtagswahlen im September an. Alicia Sophia Hinon wird sicherlich gleich noch mehr dazu sagen können. Selbst bei der Blockadepartei CDU sieht man etwas Bewegung. Dort hat sich der Verein Klimaunion gegründet und ein Klimaschutzpapier vorgelegt, 100% erneuerbare Energien bis 2030, was immer man davon hält. Es ist ein politischer Ansatzpunkt, den man nutzen kann. Die Bedingungen für eine Kursänderung, für einen radikalen Green New Deal, der den Menschen zugutekommen wird, sind tatsächlich so gut wie nie zuvor in der Geschichte. Was fehlt, ist der Zündfunke. Der Druck für die rasante Energierevolution muss förmlich aus allen Poren der Gesellschaft kommen. Das ist die einzige Hoffnung für die Verhinderung gefährlicher, sich selbst verstärkender Erdüberhitzung. Gut organisierte Bewegungen und Kampagnen, politische Mobilisierung für die technologische Kehrtwende. Wie der Schweizer Soziologe und ehemalige UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Jean Ziegler, einmal sagte: Die Waffen der Demokratie liegen vor unseren Füßen. Wir müssen sie nur aufheben. Informieren, versammeln, organisieren, streiken, wählen und so weiter. Vor allem diejenigen mit Einfluss müssen ihre Spielräume endlich nutzen. Wissenschaftlerinnen und Lehrer, Beamte und Politikerinnen, Manager und Journalistinnen oder die, die etwas in Gewerkschaften, Kirchen oder Denkfabriken zu sagen haben. Sie besitzen alles, was notwendig ist für die radikale Kehrtwende. Sie können den Unterschied machen, wenn Sie wollen. Sympathie für Fridays for Future Schülerinnen auszudrücken oder Strom zu sparen reicht nicht. An der politischen Seitenlinie zu verharren und zuzuschauen, wie die Erde den Bach runtergeht, ist längst keine Option mehr, war es auch nie, angesichts der drohenden Gefahren und der Herkulesaufgabe, die vor uns steht. Politikwandel oder Klimawandel oder Klimakollaps, das ist die Wahl, vor der wir als ganze Gesellschaft stehen. Ob die Verantwortlichen dazu gebracht werden können, den Kurs rechtzeitig zu ändern, lässt sich nicht sagen.
Sicher ist jedoch, die nächste Protestwelle wird kommen und sie wird größer sein als die letzte. Ob sie früh genug kommt, die Kaimauer schon beim nächsten Mal überschlägt und die Klimaschmutzlobby hinwegspülen wird, hängt davon ab, wie viele Menschen bereit sind, ihre Stimme zu erheben, sich zu organisieren und wie gesagt, die Waffen der Demokratie vor ihren Füßen aufzuheben. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Die nächste Welle des Protests wird kommen. Die nächste Welle formiert sich auch angesichts der Bundestagswahl, aber auch der Wahl hier in Berlin, den Wahlen hier in Berlin. Es ist vielleicht in Reaktion darauf, was David Gößmann jetzt zusammengefasst hat, die Komplexität der Lage, die Schwierigkeit der Lage im Allgemeinen, aber auch die vielen Blockaden und Hürden. Mich würde es interessieren, wie sieht Fridays for Future die aktuelle Situation und wie kommt ihr nach vorne? Was sind eure nächsten Aktionen? Ja, erstmal gut zusammengefasst, was in den letzten paar Jahren passiert ist. Genau darum sind wir seit 3 Jahren auf den Straßen. Es ist total absurd, dass die Politik nicht handelt, obwohl sie es weiß, dass sie es muss. Die Bundestagswahlen stehen vor der Tür, sie klopfen an und uns macht das allen Angst. Ich habe Angst vor der CDU. Ich habe Angst, dass nicht gehandelt wird, egal von welcher Partei. Sei es die Grünen, die doch vielleicht mehr reden, als sie dann machen. Am 24.09. gehen wir natürlich das nächste Mal global Klimastreiken auf der ganzen Welt. Nochmal vor den Wahlen zu zeigen, dass wir jetzt handeln müssen, sonst schaffen wir die Wende nicht. Der IPCC sagt aus, dass wir 1,2 Grad Erwärmung jetzt schon haben. Und natürlich geht es nach den Bundestagswahlen umso größer weiter. Wir werden laut sein, denn egal welche Regierung wir bekommen, Klimagerechtigkeit muss jetzt gemacht werden. Und unserer Ansicht nach ist keine Partei gerade in der Lage, 2035 oder 2030 klimaneutral zu sein, weshalb wir streiken werden. Die Kritik an dem System klang durchaus an in David Gößmanns Vortrag. Die Parteiendemokratie, die repräsentative Demokratie, die Notwendigkeiten immer sehr stark vermittelt umsetzt, die vielleicht auch bestimmte Notwendigkeiten, die in solchen Bewegungen wie den Fridays artikuliert wird und ja nicht nur da, sondern auch weit darüber hinaus, gar nicht aufnimmt, weil sie eben eine andere Klientel bedient, denn man kann das Ganze, was jetzt gesagt worden ist, ja auch umdrehen und aus einer Profiteurssicht schildern und dann kommt man natürlich über die Entwicklung der letzten 40 Jahre zu einem ganz anderen Bild. Auch das wäre ja möglich. Und diese Profiteure gibt es ja und diese Profiteure verfügen über sehr gute Verbindungen in bestimmte Parteien. Aber generell kam es mir so vor, als würde sozusagen subkutan auch ein bisschen Kritik an dem System Parteiendemokratie mitschwingen. Umso interessanter ist es natürlich, dass hier die Spitzenkandidatin einer Partei sitzt, die das System nutzen wird, nutzen will, um Veränderungen hervorzubringen. Das heißt, es gibt natürlich die Bewegung von außen, es gibt aber auch die Bewegung von innen und deswegen interessiert es mich deine Reaktion auf den Vortrag und den Stand der Klimaliste Berlin. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für die Zusammenfassung. Hört sich eigentlich an wie aus dem Horrorfilm. Ja, die Tatsache, dass das wirklich real ist, dass wir auch dieses Jahr diese Bilder sahen aus Griechenland, aus der Türkei, aus Sibirien, aus Kanada, überall diese Klimaauswirkungen zeigen, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es wirklich höchste Zeit ist zu handeln. Und tatsächlich ist es so, dass wir glauben, mit den Mitteln, die uns gegeben sind, loszulegen. Und zwar vielleicht, um genau das aufzunehmen, was du gesagt hast oder was auch Herr Gößmann gesagt hat. Demokratie als solche ist ja nicht gegen die Bewegung. Demokratie als solche schließt ja nicht aus, dass sich Menschen erheben, sondern ermöglicht es. Ja? Wir sind ja, wenn man so will, in einer privilegierten Situation,
wenn wir jetzt die Länder des globalen Südens zum Beispiel nehmen, da besteht die Möglichkeit ja gar nicht, dagegen aufzubegehren, nicht in dem Maße. Aber wir sehen diese Errungenschaften der Demokratie schon so, dass wir sagen, wir nutzen das, was uns gegeben ist, um die Strukturen zu hinterfragen, um zu hinterfragen, wer eigentlich im Augenblick Macht ausübt, wie diese Macht ausgeführt wird. Und dann nutzen wir genau diese Energie von der Straße, wir sind auch Aktivisti, um in der Politik quasi aktiv zu werden. Ja, also wir könnten natürlich, man könnte uns natürlich Parteilichkeit vorwerfen, aber ich glaube, das hängt zusammen mit dem Duktus, der seit 40 Jahren existiert, dass Klimapolitik eine Richtung oder eine Richtungsentscheidung ist, was es nicht ist, sondern aus unserer Perspektive sollten alle Menschen, alle Parteien, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit, das Klima zum Hauptthema haben. Und das ist unser Selbstverständnis. Das heißt, wir machen Politik aus Notwehr. Wir sehen, dass es nicht anders geht. Wir hören auf die Wissenschaft, genau die Wissenschaft, die auch im Buch mehrfach dargestellt ist, die explizit sagt, wie es zu sein hat. Und wir wundern uns auch. Wir sind im Prinzip von der Straße, wir wundern uns, warum reagiert niemand? Warum tut da niemand was dagegen? Und wenn es niemand anders macht, dann machen sie es halt selbst. Bevor wir gleich ins Publikum öffnen und alle miteinander ins Gespräch kommen, noch eine zweite Frage ausgehend von David Gößmanns Vortrag. Es hieß zwischendurch, was die Diskurse betrifft, ne, die sozusagen aufsatteln auf den klimawissenschaftlichen Fakten, auch dann vermittelt über Medien, dass Maßnahmen zum Beispiel, also konkrete Vorschläge, wie man denn Klimaziele erreichen kann, wie man Probleme, die durch Umweltzerstörung entstehen, konkret angehen kann, dass Maßnahmen systematisch zerredet werden. Dass also da Spin-Doktoren dran sitzen, die sich genau überlegen, was man wie macht, welchen Slogan man wie aufknackt und letztendlich zerstört. Klimaschutz versus Freiheit, hieß es. Das funktioniert immer wieder. Man darf keine Schnitzel mehr essen, man darf nicht mehr wie ein Irrer durch die Gegend fahren und so weiter und so weiter. All das, was ja natürlich mit einem merkwürdigen Freiheitsbegriff hinterlegt ist. Ich würde das nicht Freiheit, sondern Egoismus oder Wahnsinn nennen. Das wird dann da stark gemacht. Auch damit sind die Fridays natürlich konfrontiert. Ihr seid in den Medien, ihr werdet in den Medien, nicht unbedingt so dargestellt, wie ihr seid, sondern wie die Medien euch gerne darstellen wollen. Was sind da die Erfahrungen, wie geht ihr damit um und vor allen Dingen, wie kriegt ihr das nach vorne gedreht? Ja, also das ist ja total die individuelle Konsumkritik, die hier gerade angeschnitten wurde. Und das ist gar nicht, was wir damit erzielen wollen. Klimaschutz heißt nicht, dass du keinen Schnitzel mehr essen darfst. Klimaschutz heißt nicht, dass du dein Auto nicht mehr fahren darfst. Klimaschutz ist ein System, was wir bekämpfen müssen. In dem heutigen System, was wir leben, dem Kapitalismus, geht es, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, darüber lässt sich noch diskutieren. Natürlich haben die Grünen Autobahnlimit gesetzt. Ich weiß nicht, wie viel km/h sind. Auf jeden Fall stehen wir da nicht so hinter. Natürlich, wir müssen einfach die Verkehrswende ausbauen. Wir müssen ÖPNV ausbauen, vor allem in den Außenbezirken, wenn wir es auf Berlin betrachten. Und wir wollen natürlich keinen Menschen verbieten, die auf ihr Auto angewiesen sind, dass sie es nicht mehr nutzen dürfen. In den Medien wird es oft anders dargestellt. Wir werden oft als irgendwie die Menschen dargestellt, die es verbieten, Menschen den Schnitzel zu essen. Genau, aber das wollen wir nicht. Das ist eine individuelle Frage, die jeder für sich abklären muss. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man auf seinen eigenen Diskurs und weiß, was richtig und falsch ist. Auch die Klimaliste hat, seit sie in den Wahlkampf, im Wahlkampf von Berlin agiert, Erfahrungen mit den Medien gemacht. Es gibt Plakate, die Partei ist mit Slogans präsent. Wie ist da die Kommunikationspolitik, um nicht in diese Veggie-Day-Falle, nenne ich sie mal, reinzutappen und gleichzeitig aber ganz klar zu sagen, auf der Basis von wissenschaftlichen Fakten entwickeln wir einen Maßnahmenkatalog, den haben wir im Klimaplan und auf Basis dieses Klimaplans haben wir ein Parteiprogramm und das wollen wir auch so umsetzen. Wie macht das die Klimaliste? Ich kann da Samira nur beipflichten. Es geht um ein System, dem wir
ich würde nicht sagen unterworfen sind, aber von in dem wir alle quasi existieren und an dem wir uns orientieren. Und genau dieses System gilt es zu hinterfragen. Es geht nicht darum, und das müssen wir tatsächlich auch konsequent beenden, diese Vereinzelung und dann, wenn man die Menschen schön vereinzelt hat, ihnen auch noch Angst zu machen, dass ihr persönlicher Lebensstil Gefahr ist und dass nur sie alleine dafür verantwortlich sind, die ganze Last auf ihren Schultern zu tragen. Das wird immer sehr, sehr gerne gemacht, wenn es darum geht, wenn das erste Beispiel kommt, ja, aber wie soll denn die Nachtschwester in Schichtarbeit zur Arbeit kommen, wenn ihr alle Autos abschafft? Also das ist immer das liebste Beispiel. Und deswegen geht es genau um die Systemfrage. Und wir haben das tatsächlich, also auch weil wir uns diesem Vorwurf ja konfrontiert dem Vorwurf ausgesetzt sahen, natürlich konsequent angegangen. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt einen Maßnahmenkatalog entwickeln, eben um die wissenschaftliche Basis, die längst existiert, so umzuwandeln, in Maßnahmen umzusetzen und dann quasi zu sagen, wir haben hier einen Reduktionspfad für Berlin in dem Fall, den setzen wir konsequent um, der betrifft alle Bereiche. Das wären 500 Maßnahmen, die wir zusammengetragen haben und all diese Maßnahmen bringen uns bis 2030 auf die Null-Emissionsstadt im Bereich der Energieversorgung. Und nur auf diese Art und Weise immer hart an den Fakten zu argumentieren, immer konsequent bei der Wissenschaft zu bleiben, zu sagen, Leute, wir haben hier keine Parteiposition und wir stellen uns nicht in irgendeine Ecke und argumentieren aus einer Ecke, sondern es ist das Überleben, was wir hier machen wollen. Und seid bei uns, denn wir können euch nur mit unseren Fakten und nur mit unserem Aktivismus quasi überzeugen. Klimaschmutzdiskurse oder Diffamierungsstrategien funktionieren über Emotionalisierung des Diskurses. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was Alicia gesagt hat. Die wissenschaftlichen Fakten sollen sozusagen umgedeutet werden in Angstdebatten, in Panikdebatten und zu irrationalen Reaktionen führen und natürlich zur Abwehrhaltung. Wenn ich jetzt nochmal David Gößmann als Journalist frage, der natürlich jetzt in Sachen Klima, der Klimathematik auch Wahlbeobachter ist und auch vor allen Dingen auf der medialen Ebene natürlich Kampagnen und Medienecho-Beobachter, wie ist auf die Situation in Berlin, vielleicht auch auf die Bundestagswahl, den Wahlkampf Stand heute, dein Gefühl? Wie sind die Diskursverläufe im Hinblick auf die Klimapolitik? Also es ist katastrophal, was passiert. Wir müssen uns ja, ich habe ja im Vortrag gesagt, wir stehen am Rand des Abgrunds, wir sind in einem Notstand. Und davor, also vor diesem Hintergrund, ist also die Reaktion der Medien auf das, was angeboten wurde, also von der CDU, CSU, von SPD, zum Teil auch von den Grünen, also ist katastrophal. Das Erste ist, also sie berichten nicht mal darüber. Nebendebatten aufgemacht. Jetzt haben wir also die Afghanistan-Debatte, die also alles wegdrängt. Also über 20 Jahre haben die Medien nicht über Afghanistan berichtet und was die NATO und die USA dort angestellt haben. Jetzt auf einmal wird ellenlang darüber berichtet. Es ist wichtig, darüber zu berichten. Es ist ein wichtiges Thema, aber Klimakrise ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Man sieht nicht, also wo die Debatte da stattfindet. Ich suche immer wieder, jeden Tag gehe ich auf Spiegel Online oder auf Tagesschau.de oder gucke mir die Zeitung an, Süddeutsche. Ich finde es nicht. Vor allen Dingen wird nicht durchleuchtet, was angeboten wird. Das ist alles meilenweit entfernt von dem, was wir brauchen. Und ich habe ja klar gesagt, wir müssen dieses Jahr 10% schon eigentlich runtergehen mit den Emissionen. In Deutschland, in allen Industriestaaten im Übrigen. So, dieses Jahr sehen wir, haben wir also fast einen Rekordanstieg in Deutschland, aber auch in anderen Industriestaaten, weil da so quasi Nachholeffekte sind durch die Corona-Rezession. Das ist dramatisch, weil ich habe ja auch gesagt, also wenn wir das nicht schaffen, jedes Jahr 10% runtergehen, das nächste Jahr müssen wir dann das wieder aufholen. So, das Budget schwindet hin und es wird immer härter runterzugehen. 1,5 Grad Ziel ist gerissen. Das ist vorbei. Das war auch schon lange gerissen. Das hat also Kevin Anderson vom Tyndall Center for Climate Change Research schon 2013
14, also in einer Peer-Reviewed-Studie und dann auch in Mahnungen auch an den damaligen EU-Kommissionspräsidenten Barroso gesagt, dass im Grunde also diese Anstrengungen, die da sind, also was das Budget angeht, so enorm sind, dass einfach diese Reduktionskurven nicht mehr funktionieren. Vor allen Dingen, weil die Entwicklungsländer, die werden ja immer aus der Gleichung rausgelassen. Wir sprechen nur über die Industriestaaten. Die Entwicklungsländer müssen auch runter. Wie sollen die denn ab 2025 jedes Jahr 7% runtergehen? Wie soll das passieren? Die haben einen steigenden Energiebedarf. Das ist der nächste große Elefant im Raum, über den niemand spricht, über die Klimafinanzierung. Also wo kommen die Technologien her? Wer finanziert das? Also wir haben dieses 100-Milliarden-Ziel. Wenn man das genau analysiert, habe ich ja auch im Buch getan, da bleibt nichts mehr von übrig. Das ist Export Promotion, also Unterstützung für westliche Firmen. Es ist viel umetikettierte Entwicklungshilfe drin, also die eigentlich dann auch nichts bringt für eine grüne Wende. Also wir müssen also ehrlich sein in vielen, vielen Punkten. Also wir stehen am Rand des Abgrunds, keiner macht was, über viele Themen wird nicht mal geredet und die Medien schauen erneut weg. Das ist schlimmer als das, was sie vorher gemacht haben. Vorher standen wir noch nicht so nah am Abgrund. Jetzt machen sie es weiter, obwohl wir Klimaproteste 2019 hatten, obwohl wir weltweit Bewegungen haben, Sunrise-Bewegung in den USA, Extinction Rebellion in Großbritannien, Fridays for Future vor allen Dingen in Europa, in Deutschland. Es passiert nichts. Also das heißt, also für mich ist wirklich, das Versagen hat zugenommen. Ich habe ja gesagt, das ist Versagen der Politik. Und Politik meine ich nicht nur CDU, CSU und SPD, sondern Politik ist für mich in der Demokratie die ganze Gesellschaft. Also wir versagen erneut. Und das ist für mich eigentlich auch der Aufruf an alle. Also wir können also nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Ich finde es richtig, also was die Klimaliste Berlin macht, weil sie zum ersten Mal ganz vorne an diesem Plan hat sie eine Budgetrechnung gemacht. Das findet man in keiner anderen Partei. Die Parteien haben sich immer drum gedrückt, weil das ist nämlich das eigentliche Politikum. Fridays for Future hat das auch gemacht. Und als ich 2019 gesehen habe, dass ihr 2035 gefordert habt als Enddatum, ne, da habe ich sofort gesehen, wow, endlich macht das mal jemand. Ich habe damals 2013, 14 und so habe ich darüber berichtet, habe Blogs geschrieben. Ich habe das Medien angeboten, habe gesagt, also die Klimaziele der EU, die hatten ja damals -40% bis 2030. Ich habe gesagt, das ist die Hälfte von dem, was notwendig ist für ein 2-Grad-Ziel. -80% muss rauskommen, das sagt uns die Wissenschaft. Ich habe das dem WDR angeboten für die Story. Ich habe es ARD Monitor angeboten, Politmagazin. Ich habe 2 Jahre mit den Redakteuren darüber gesprochen, sie haben nichts dazu gemacht. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Die wissen alle, worum es geht, aber sie drängen es weg. Und damit müssen wir auch, also müssen auch alle, die also in Klimabewegungen sind, alle Journalisten, die also das Thema voranbringen, die müssen also damit umgehen, dass es erstmal Blockaden gibt. Wir müssen also Wege suchen, um also die Medien, vor allen Dingen die politische Öffentlichkeit dahin zu drängen, das Thema wieder ganz vorne nach oben zu bringen. Gibt es direkt aus dem Publikum schon Fragen? Wollt ihr euch beteiligen? Dann einfach ran. Sonst frage ich erstmal noch eine Runde und dann frage ich nochmal euch, ob ihr was sagen möchtet. Gut. Die über Medien vermittelten Diskurse sind das eine. Jetzt sind wir aber alle im Wahlkampf. Das heißt, die Fridays gehen auf die Straße, natürlich als Bewegung sowieso. Die Parteien gehen auf die Straße. Es kommt zum Dialog dann mit den Bürgern vor Ort. Die Bürger sind natürlich auch durch die Medienmeinung wieder manipuliert, aber man kriegt doch im 1-zu-1-Gespräch, und das meinte ich vorhin in meiner Einleitung, natürlich ein anderes Feedback als in der Vermittlung. Und da wollte ich beide nochmal fragen, wenn ihr mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt sprecht, wird die Dringlichkeit erkannt und wie verlaufen diese Gespräche so im Allgemeinen? Oder vielleicht gibt es auch ein paar Impressionen, die ihr im Besonderen teilen wollt. Magst du anfangen, Samira? Ja, kann ich machen. Also wir reden seit 3 Jahren mit den BürgerInnen und ich glaube, es hat sich nicht geändert. Alle haben Angst, dass wir es nicht schaffen, 2030 klimaneutral zu sein. Und vor allem, wenn man sich den Wahlkampf anschaut, viele Parteien werben mit Klimaneutralität, viele Parteien betreiben Greenwashing in
im Wahlkampf, was für uns total absurd ist, weil es einfach ein falsches Bild von einer Partei, was übermittelt wird. Und ich finde, das ist schon eine kleine Gefährdung, was man damit macht, weil du regst BürgerInnen an, Parteien zu wählen, die deine Rechte gar nicht vertreten können. Und natürlich kurz vor den Bundestagswahlen reden wir natürlich mit mehr Menschen, weil wir natürlich alle auf die Straße mobilisieren wollen, nochmal laut zu sein vor den Bundestagswahlen, um seine Stimme nochmal zu überdenken. Und ja, alle haben Angst vor einem falschen Ergebnis. Das kann ich definitiv unterstützen. Also meine Eingangsfrage ist, wenn ich auf der Straße stehe und Leute mit zum Reden bringen möchte, ist, dass ich sie konkret frage, machen Sie sich manchmal Gedanken ums Klima? Und die Antwort, also bis auf einige sehr seltsame Menschen, ist ja, viel zu viel. Das heißt, den Menschen ist das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt, dieses Bauchgefühl, dass sie realisieren, da muss jetzt irgendwas passieren, das ist definitiv da. Aber auf derselben Seite fühlen wir halt immer noch, dass die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass sie irgendwas verändern können. Sie sind einfach nur noch Teil, Spielball der Klimaschmutzlobby. Sie wissen, dass egal, was sie tun, sie werden ausgebootet, sie stehen am Ende auf der falschen Seite, ihnen wird irgendwas erzählt, ja, Greenwashing vom Feinsten, und dann wird es irgendwie schon funktionieren. Es ist kompliziert. Wir sehen das jetzt an der Diskussion um Wasserstoff. Wer bringt diese Diskussion um Wasserstoff regelmäßig in die Medien, obwohl es physikalisch keinen Sinn macht? Ja, absolut. Und trotz alledem wird dann irgendwo wieder eine Agenda aufgefahren und das verwirrt die Menschen natürlich auch. Auf der anderen Seite, und das möchte ich vielleicht einen kleinen Lichtblick dann doch aufzeigen, wir haben natürlich mit dem Internet eine Verstärkung der Demokratisierung der unterschiedlichen Medien und Wahrnehmungen. Also es gibt heute deutlich unabhängigere Quellen. Ich denke jetzt schon zum Beispiel an Rezo oder auch an Jung und Naiv, die ein riesengroßes Publikum mittlerweile haben und das Thema besprechen. Es ist natürlich noch ein Stück weit nischig und manchmal auch nicht so einfach, da rauszukommen. Aber die Menschen, die diese Nachrichten, diese Videos sehen, die werden mehr, werden größer, die stellen mehr Fragen. Und ich glaube, das Problem der derzeitigen Politik bei den etablierten Parteien und mit dem sehen sie sich konfrontiert, ohne dass sie eine Antwort wissen, ist, dass den Menschen klar wird, wie komplex und kompliziert Politik ist, aber wie einfach manchmal Lösungen sein können. Und wenn die Etablierten damit konfrontiert werden, haben sie im Prinzip keine Antwort mehr. Vielleicht um ein ganz kurzes Beispiel zu sagen. Ich saß Anfang dieser Woche mit jemand aus der CDU auf dem Podium und der wurde aufgefordert, zum Thema deutsche Wohnen enteignen Stellung zu nehmen. Und er sagte dann, wir würden ja hier nicht enteignen, wir wären nicht in der DDR. Und das war ein eingespielter Satz, den hat er auswendig gelernt. Und es dauerte im Prinzip eine Sekunde, ihn zu dekonstruieren, indem ich sagte, für Autobahnen enteignet ihr regelmäßig. Da war er aber dann auch still. Also es gibt die etablierte Politik funktioniert nach einem gewissen Duktus und wir sehen, dass sie jetzt langsam aufbricht. Das heißt, wir sehen die Chance. Wir sehen die Chance nicht für die Klimaliste nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Deswegen haben wir uns ganz Deutschland gegründet, weil immer mehr Menschen aktiv werden. Die vernetzen sich halt, weil die Möglichkeit existiert und profitiert voneinander, von den Erfahrungen voneinander. Und die nutzt die politischen Mittel und Wege, um quasi die bestehenden Parteien da zu treffen, wo es wehtut. Ja, hier gibt es eine Frage. Louis. Ja, wir hatten gerade die Gelegenheit kurz. Hört man mich? Oder? Nee. Hier? Ja, verständlich. Gut, okay. Ja, wir hatten die Gelegenheit, kurz bevor wir hergekommen sind, mit Olaf Scholz zu lauschen und dann auch mit Kevin Kühnert zu sprechen. Man muss erstmal anerkennen, er hat sich relativ viel Zeit genommen. Der Hauptduktus war gar nicht irgendwie die physikalische Existenz oder die Budgets in Frage zu stellen, sondern eher, und das haben Sie ja auch erwähnt, sozusagen dieses, die Menschen wollen das noch nicht und ich als Partei muss gewählt werden und dementsprechend kann ich die nicht überfordern. Ne? Also er hat es vielleicht noch ein bisschen schöner formuliert und das würde mich nochmal interessieren sozusagen, weil da kommt man ja dann nie raus, ne? Sozusagen selbst die Leute, so wie er sagt, er hat es verstanden, wir müssten eigentlich das und das machen, aber in dem jetzigen System, ja, geht es halt nicht, ne? Weil wenn wir das jetzt komplett sagen würden, dann wird man nicht mehr gewählt werden und ja, es braucht halt mehr Zeit. Also würde mich nur interessieren, was denkt ihr, wie kann man damit umgehen, was kann man dem entgegnen, wie kann man
momentan das, wie das so schön gesagt, dekonstruieren, ne? Oder ist es im schlimmsten Fall? Also wenn es wirklich so wäre, also vorausgesetzt, dass es so wäre, wäre das ja eine Katastrophe. Dann würden wir sagen, also wir sind vollkommen irrational. Also die Gesellschaft ist irrational, die Bevölkerung ist irrational und alle Menschen, also die Mehrheit der Menschen in Deutschland sind alle irrational. Ich glaube, dass das Argument nicht stimmt. Was schon stimmt, ist, wenn man Einzelmaßnahmen reinbringt. Wenn man also sagt, okay, wir erhöhen jetzt einfach den Benzinpreis und so weiter, dann sieht man immer die Benzinpreiswut. Also das funktioniert natürlich nicht. Aber wenn man muss ein geschlossenes Programm vorstellen, das auf die Realität reagiert, nämlich auf den Abgrund. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben also zwei Optionen, entweder wir rennen in den Abgrund, wie die Lemminge, folgen wir allen Leuten, oder wir stellen euch einen Plan vor, der in sich funktioniert und der euer Leben sogar besser macht. Die Mehrheit der Menschen wird davon profitieren, von einem Green New Deal. Das muss man eben vorstellen. Und das ist eben das Problem, dass es die Parteien bisher nicht machen. Sie erklären einerseits nicht, was notwendig ist, was absolut notwendig ist. Es ist keine Sache, wo wir Kompromisse schließen können, sondern das Budget ist, wie das Budget ist. Wir müssen es aufteilen und dann ist das so. Das ist das Wichtige, was wir haben. Das ist wirklich notwendig. Die Politiker, die sagen, ja, mit dem Budget habe ich kein Problem. Doch, sie haben ein Problem mit dem Budget. Sie ignorieren es. So, das ist eine absolute Forderung, die kann man nicht hintergehen. Und dann muss man eben einen geschlossenen Plan machen. Man muss eine grüne Wende machen, die gekoppelt ist mit einer sozialen Wende. Sonst wird das nicht funktionieren. Und das, wenn ich mir den Plan von der Klimaliste anschaue, wenn ich mir Green New Deals anschaue in den USA, Bernie Sanders, also Alexandria Ocasio-Cortez, die haben ja auch einen Green New Deal vorgestellt. Wenn ich mir das vornehme, was also auf europäischer Ebene von Yannis Varoufakis und anderen gemacht wurde, das ist das richtige Programm. Und die Menschen werden davon profitieren. Das ist absolut wählbar. Das Problem ist nicht, dass die Parteien nicht gewählt werden mit so einem Programm. Das Problem ist, dass sie es nicht vorstellen. Und das zweite Problem ist, dass also die Medien, jeden, der also heraustritt und sagt, wir machen das jetzt, weil es wird Verlierer geben bei diesem Green New Deal, also bestimmte Industrien werden also verlieren und die wollen das nicht, dass die dann also in den Medien, vor allen Dingen also von bestimmten Medien, also wirklich kaputt gemacht werden. Aber meiner Meinung nach gibt es keine Alternative dazu. Und es ist auch wählbar, weil die Bevölkerung, wenn wir uns die Umfragen anschauen, seit 10 Jahren oder so, die wollen Windkrafträder haben. Und die sagen sogar, selbst wenn sie in der Nähe von Windkrafträdern leben, ja, sie finden das okay, sie finden das gut. Bei Solarpanelen ist es noch höher, die Zustimmungsrate. Also uns wird aber immer eingeredet, also hier gibt es also eine Wut gegen den Windkraftwahn, wie das mal im Spiegel so getitelt wurde. Das ist wirklich also Diffamierung und Propaganda. Und dagegen müssen wir uns einfach wehren. Und ich glaube, man muss den Politikern einfach sagen, ihr müsst das machen. Und wenn ihr das nicht macht, dann wählen wir euch nicht mehr. Auf meine Frage, wie Samira und Alicia die Gespräche mit der Bevölkerung wahrnehmen, haben sie ja ganz anders geantwortet als Kevin Kühnert. Offensichtlich ist bei euren Gesprächen, sprecht ihr vielleicht mit anderen Menschen als mit denen, die sich Kevin Kühnert aussucht, um seine Meinung bestätigt zu finden. Das ist interessant, aber überhaupt, dass man im Gespräch mit den Menschen vor Ort sagt oder behauptet, sie seien noch nicht so weit. Das finde ich ist ein genialer Zug, um alles zu entschuldigen und zu sagen, ja, eigentlich, wir wollen nichts und du willst ja auch nichts, ja, um die Ambitionen so niedrig wie möglich runterzuschrauben. Es ist aber, Fakt ist natürlich, und das wissen wir alle, das entspricht überhaupt nicht dem, wofür Politik eigentlich da ist und wie Politik eigentlich handelt. Denn natürlich hat jede politische Partei ganz knallharte Klientelinteressen, die sie vertritt, und eine ganz klare Agenda, ja, und diese Klientelinteressen werden natürlich, spiegeln sich in Parteispenden wieder und Ähnlichem. Und wir wissen alle, wer die Klientel der SPD ist. Und die SPD macht natürlich keine Politik für Menschen, sondern die macht Politik für ihr Klientel. So. Und deswegen ist das geradezu kindisch, wenn Herr Kühnert sowas verkündet und sagt, ja, die Menschen sind nicht so weit.
Offensichtlich hat er dann noch nie mit Menschen gesprochen, würde ich sagen. Okay, aber wie seht ihr das? Ist ja ein Unterschied erkennen. Dann kommt Marit, habe ich gesehen, klar. Ja, Politik ist keine Sache des Wollens und Klimaschutz ist auch keine Sache des Wollens. Wir haben nie gesagt, dass es leicht wird, Klimaschutz zu machen. Wir haben auch nicht gesagt, dass es günstig wird, Klimaschutz zu machen. Und ich finde, bei solchen Aussagen kann man das auch auf andere Systeme übertragen, wie zum Beispiel das Bildungssystem. Ja, weshalb wollen denn Menschen keinen Klimaschutz? Vielleicht, weil sie nicht wissen, was der Klimawandel alles mit sich bringt. Ich glaube, da kann man nochmal vom Grund anfangen zu diskutieren. Und wenn die SPD kein vernünftiges Wahlprogramm hat zum Klimaschutz, dann ist sie auch rechtmäßig, sie nicht zu wählen. Ja, ich sehe das exakt genauso. Die SPD ist einfach ihrer DNA verhaftet. Ich habe das lange persönlich am eigenen Leib erfahren müssen, ich mich in der SPD für Klimaschutz eingesetzt habe und nie irgendwie relevante Stimmanteile gewonnen habe. Es war einfach nicht Thema. Es wurde nicht möglich, darüber zu diskutieren. Ich glaube aber, es gibt noch ein viel größeres Problem, mit dem wir uns konfrontiert sehen. Und zwar ist es, dass irgendwann in den 90ern, wie David Gößmann es auch gesagt hat, die Grünen ideologisiert wurden. Das heißt, es gab plötzlich die linke Ecke, die rechte Ecke und dann gab es die grüne Ecke. Und das führt zu der absurden Situation, dass heute Menschen, die sich eigentlich dazu bekennen, diesen Planeten retten zu wollen, in eine ideologische Ecke abgestempelt werden. Gleichzeitig, und das ist das, worunter wir eigentlich, wenn ich so will, mit am meisten zu kämpfen haben und da müssen wir am aktivsten werden, ist, dass wir als die Menschen, die eigentlich nur den Planeten retten und die richtigen Maßnahmen angehen wollen, uns immer wieder vorhalten lassen müssen, wir würden die Leute parteipolitisch vereinnahmen. Wir würden also quasi, man müsste ja als Journalist oder als WissenschaftlerIn müsste man ja neutral bleiben. Da dürfe man sich ja nicht solchen Aussagen hinreißen lassen. Und für mich persönlich ist es insofern immer sehr, ich sehe, wie die FDP, wie die CDU diese enormen Wahlkampfspenden bekommen von ihren von ihrer Lobby halt. Und diese Firmen haben überhaupt kein Problem, sich zu positionieren und zu sagen, das sind genau die Firmen, ist genau die Politik, die ich will. Warum können denn JournalistInnen und WissenschaftlerInnen und auch viele Aktivistinnen haben ja auch genau aus diesem Vorbehalten das Problem zu sagen, ich kann keine Partei wählen, die relevanten Klimaschutz macht, ich würde mich ja ideologisieren. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, zu sagen, wir sind keine ideologische Partei, sondern wir machen Politik, um zu überleben. Das Charmante war ja auch, dass der Klimaplan dann vorlag. Es kam die Plagiatsaffäre um auch wieder eine SPD-Kandidatin und dann hat die Klimaliste gesagt, unseren Klimaplan, den könnt ihr gerne abschreiben, der ist Gemeingut, denn der ist nicht parteipolitisch gebunden, sondern der ist für alle da. Aber war da was zu hören? Wollte da jemand abschreiben? Tatsächlich wurde er versucht zu diskreditieren von einigen Seiten, aber als dann realisiert wurde, wie umfangreich der ist und wie detailliert er in den einzelnen Maßnahmen diskutiert und dann war es dann auch plötzlich nicht mehr politisch, weil in der Politik kann man sich ja immer nur sekundenweise irgendwas zuwenden und dann ist das nächste Thema und dann haben die schon gesehen, okay, da muss ich mich ja erstmal einarbeiten, um dagegen anzuargumentieren und dann war es eben nicht mehr Thema. Also wir bieten den immer noch allen Parteien an, die können ihn mit uns gerne umsetzen, können ihn auch gerne alleine umsetzen. Es ist allerdings, und das haben wir auch festgestellt, häufig dann passiert, dass das natürlich als unser Wahlprogramm ja, angenommen wurde. Das wurde uns dann zugeschrieben. Ja. Und für uns war das wiederum ein bisschen herausfordernd, weil wir das ja quasi in der aktivistischen Szene gesehen haben. Wir wollen, dass das irgendjemand macht und nicht zwangsläufig wir. Mittlerweile sehen wir das so, dass wir das, okay, wir sind die haben das ausgearbeitet, wir, und das wird uns jetzt mittlerweile auch bescheinigt, sind die ExpertInnen in diesen Bereichen. Also ja, dann machen wir das so. Also dann kämpfen wir quasi für einen starken Einzug ins AGH und dann setzen wir es selber um. Marit. Ja, hallo.
Ich habe an sich, hätte ich jetzt auch so eine Stimme, glaube ich, hätte es auch wie Louis gemacht, aber jetzt habe ich hier hochoffiziell ein Mikro, also dann nutze ich es auch. Ja, erstmal super, super vielen Dank für das mega spannende Podium. Es macht echt total Spaß, euch zuzuhören, sowohl der so pointierte wie ja, Überblicks- und aber auch wie tiefgreifende Anfangstext und der, also es war echt ganz, ganz toll, nochmal das zu hören. Macht Lust aufs Buch auf jeden Fall und ja, auch eure Beiträge bisher super viel Inhalt einfach drin, macht richtig Spaß. Ich wollte mich nochmal so ein bisschen an Louis anschließen, weil ich das Vergnügen hatte, mit Kevin Kühnert zu diskutieren und da einfach nochmal ja, das unterfüttern wollte und ergänzen, dass ich eben, also ne, keine Sorge, ich bin hier nicht gleichzeitig auf WhatsApp oder so, sondern ich mache hier mein Memo ganz professionell, um jetzt meine Gedanken zu sammeln. Deswegen schaue ich darauf. Und zwar, das ist mein Hauptpunkt eigentlich bei Kühnert, war dass ich es eben ein sehr zweifelhaftes Politikverständnis finde, so ein bisschen so ranzugehen, so nach dem Motto, ich frage jetzt mal die Leute, ja, was interessiert euch denn jetzt gerade so nach dem Motto? Also das kam mir schon sehr so vor, seine Argumentation. Ich habe ihm eben gesagt, dass ich denke, dass es doch zu seiner Aufgabe gerade gehört, und das sage ich jetzt mal bewusst so, Menschen, die nicht von Hause aus sozusagen sich vielleicht dafür interessieren, die aber im Zweifel gerade aufgrund der krassen sozialen Verwerfung, die Klimakrise mit sich bringen wird, sogar übermäßig betroffen sind, sich als seine Aufgabe sozusagen das mitzudenken, auch für diese Menschen, ohne dass die jetzt bei jedem Klingelgespräch ihm sagen, ja, Herr Kühnert, also die Klimakrise, ich habe ja abends und nachts immer Angst. Also so, da habe ich echt gedacht, um Himmels Willen, was ist das für ein Politikverständnis? Und ich hatte eben auch das Vergnügen, ihn eben auf diese Budgetfrage festzunageln, finde ich sehr gut, dass die hier gekommen sind. Das ist für mich ein essentieller Unterschied, den wir da machen wollen. Also ja, genau, ich wollte es nicht verhehlen, dass ich auch bei der Klimaliste aktiv bin. Und letztendlich die Hauptmessage gegenüber Kevin Kühnert war für mich so dieses, okay, ich als junge Mutter sehe nicht ein, dass ich abends im stillen Kämmerlein um die Zukunft meines Sohnes bange, weil diese Gefühle nicht privat sind, die sind politisch, die haben eine ganz klare politische Komponente. Und das ist für mich sozusagen, da ist nochmal so eine Ergänzung, jetzt der zweite Teil meines Beitrags, so eine Ergänzung, die ich zu Alicia machen wollte, weil ich finde, also es sind, wie gesagt, super Punkte gesagt worden und gerade auch, was du sagst, mit klarem Bezug auf die Wissenschaft. Aber ich sehe tatsächlich als Teil unseres Projekts auch ganz essentiell im wahrsten Sinne des Wortes die Klimabewegung, aber im Sinne Bewegtheit in die Parlamente zu bringen. Also ich glaube, dass wir durchaus auch, da finde ich das Stichwort Emotionalisierung, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wollen und wir wollen sozusagen, ich bin selber der tiefen Überzeugung, dass einer der Gründe, warum wir bis hierhin kommen konnten, ist, dass die Klimakrise zu einem ganz großen Teil auch eine Krise des An-sich-Ranlassens ist. Ich glaube, wir haben eigentlich, das ist oft eigentlich der Schlüssel, wo sozusagen schon insoweit so krasse Verdrängungsmechanismen laufen, dass da eigentlich oft diese emotionale Komponente, die es ganz stark ist, es geht ja um nicht mehr und nicht weniger als die Frage, warum wir als Menschen überhaupt hier sind und wie viel Mut zur Veränderung wir haben, um das zu bewahren. Und das ist unheimlich emotional. Und ich glaube, dass wir da zum Teil keinen Diskurs haben, um darüber zu sprechen. Das sprengt die Grenzen des Sagbaren für uns und irgendwie die Konvention, innerhalb dessen wir gewohnt sind, miteinander zu reden, im Lehrerzimmer oder wo auch immer. Ich erlebe das ständig. Und da sehe ich als unseren Punkt auch ganz stark, und David, ich finde es total cool, dass du das Wort oder den Ausdruck Elefant im Raum benutzt hast, den benutze ich auch sehr gerne, when it comes to climate crisis, weil ich finde, dass der auf sehr vielen Ebenen sehr viel trifft. Ja, und abschließend einfach finde ich, ihr habt schon ganz, ganz viel gesagt, all die Gründe, warum wir stehen, wo wir stehen, darüber kann man sehr viel nachgrübeln. Man könnte meinen, eine Menschheit, die an Selbsterhalt interessiert ist, sollte an so einem Punkt 2021 nicht stehen, aber ich glaube, dass sozusagen eine Eigendynamik wirkt, als einer der ganz großen Gründe, die uns hierher geführt haben. Eigendynamik, welcher Typ Mensch sich überhaupt für den politischen Wirkungsweg entscheidet und sich wann zurückzieht und wann nicht. Und dass es tendenziell nicht die Menschen sind, die bewusst so normativ gesagt nach der richtigen Geschichte leben, nämlich Gemeinwohl, Solidarität, Nachhaltigkeit, die irgendwie einen politischen Wirkungsweg wählen in der großen Breite und die sehr stark durchziehen, sondern diejenigen mit der richtigen Geschichte neigen dazu, gar nicht erst in die Politik zu gehen, weil das zum Teil auch, glaube ich, scheiße anstrengend und kacke ist, muss ich bewusst sagen. Also ich bin auch jetzt sehr gespannt. Wir werden ein starkes Team sein müssen und das sind wir auch jetzt schon. Und ich denke, dass da ein ganz, ganz großer Grund liegt, warum wir stehen, wo wir stehen. Und ich glaube, also das ist für mich eine ganz starke Motivation zu sagen, ja, vielleicht sind manchmal die Menschen geeignet, die sich die Frage nach der eigenen Eignung überhaupt stellen. Und ich glaube, das ist ein
ein Teil unseres Projektes auch mit der Klimaliste. Möchte jemand darauf reagieren? Ansonsten? Ich würde versuchen, mal darauf zu reagieren. Also für mich ist die entscheidende Frage im Moment, also wie man also das politische System dazu kriegt, also den Staat dazu kriegt, ob auf kommunaler Ebene, Landesebene oder Bundesebene und dann auch international, wie man sie dazu kriegt, auf einen anderen Kurs umzuschwenken. Und was wir aus der Vergangenheit gesehen haben, es hat ja auch Erfolge gegeben, auch in Deutschland, erneuerbare Energiengesetz, wurde quasi als so eine kleine, ich sag mal so, Piraterie im Bundestag durchgesetzt. Man muss nicht meinen, dass also die SPD und die Grünen also für ein erneuerbares Energiengesetz waren, sondern also Hermann Scheer und Hans-Josef Fell haben in ihren jeweiligen Fraktionen haben das durchgebracht, auch mit Tricksereien durchaus. Aber die wussten sehr genau, was sie machen wollten. Die wussten sehr genau aus kommunaler Erfahrung, weil es ja schon so Vorreiter auf kommunaler Ebene gegeben hat, ne? Also die Förderung von Solarenergie im Aachener Raum zum Beispiel, bei den Stadtwerken hat man das gesehen, dass das funktioniert. Und die haben das auf die Bundesebene dann gebracht und haben das gegen den Willen eigentlich der eigenen Regierung durchsetzen können. Und da sieht man, dass also es braucht Energiestrategen im politischen System, es braucht also Erfahrungen von der Basis, von der kommunalen Ebene, wie macht man das eigentlich? Und dann muss es auch eine Stimmung geben, die das trägt. Wir haben aber gesehen, wenn der Druck nachlässt, dann kann das Rad wieder nach hinten gedreht werden. Und das zeige ich ja auch in dem Buch, das ist ja auch dokumentiert, wie dann dieses Gesetz wieder abgewrackt wurde. Und dann ist also dieser Ausbau von Solarenergie und Windkraft ist also eingebrochen. Wir waren ja mal in Deutschland Vorreiter, also wir waren wirklich Industrieführer, was die Solarindustrie angeht, die ist dann nach China abgewandert. Das heißt also, das waren aber Dinge, die wurden dann auch in anderen Ländern kopiert und haben dort also dazu geführt, dass die Erneuerbaren heute so billig sind. Und das denke ich, davon kann man lernen oder sollte man lernen. Also diese Mobilisierung braucht also Leute einfach, Ansprechpartner auch in der Politik, sonst wird das nichts. Ja. Merkwürdigerweise war die Abwrackung der Solarenergie auch wieder eine Sache, die die SPD zu verantworten hat. Ich weiß gar nicht, was wir heute Abend mit dieser Partei haben. Es war der Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der damals dafür gesorgt hat, dass wie viel tausend Arbeitsplätze in der Solarindustrie verloren gingen? 100.000, sagt man, sind abgebaut worden dadurch. Also ja. Das ist das auch das Argument, dass die Bürger wollen das nicht und so. Jeder weiß, also ein Green New Deal wird ein enormer Jobmotor sein. Also wir stagnieren ja im Moment gerade und gehen so halb von einer Rezession in die nächste Rezession rein oder von einer Finanzkrise und Wirtschaftskrise in die nächste. Und das ist wirklich eine Stabilisierung der Wirtschaft und jeder weiß das. Und wenn dann das Argument kommt, ja, also wir als Parteien können sowas gar nicht machen, dann sage ich, ja, wir brauchen diese Form, also es ist ja eine neue Form der Industrialisierung. Und das weiß auch jeder, dass das ein Konjunkturprogramm ist. Also das ganze Argument zerfällt eigentlich in sich, wenn man es genau sich anschaut. Und das zeigt ja gut auch im Plan, also was dahinter steckt eigentlich an neuen Investitionen, die dann in ganz neue Bereiche reinkommen müssen. Wobei, wenn ich da noch hinzufügen darf, wir sehen natürlich auch eine gewisse Gefahr, ne? Also quasi durch, wenn sich dieses Rad erstmal anfängt zu drehen, dass gewisse Rebound-Effekte dann passieren, ja? Also dass quasi sich das dann wieder in die andere Richtung ausschlägt und dann eventuell gar nicht mit genug Rücksicht quasi das System so verändert und dann hätten wir auch nicht geschafft, was wir wollen. Also wir müssen natürlich, und das ist glaube ich die große Herausforderung, auch insgesamt in der Politik erstmal anerkennen, dass es eine gewisse Form von wissenschaftlichen Konsens geben muss. Ja? Also wir sehen das bei den alten Parteien, die sich da hinstellen, so paternalistisch und sagen, wir entscheiden das, weil man kann ja die Leute nicht überfordern, ja, Kevin Kühnert, aber die sich dann auch über Wissenschaft erheben. Ja, also zum Beispiel beim Thema Wasserstoff. Und wir müssen halt wirklich, und ich glaube, das ist die Herausforderung von Politik im 21. Jahrhundert, wir müssen halt quasi mit der Wissenschaft interagieren, was muss passieren und wir müssen dann mit den Menschen auf der Straße und überall müssen wir sagen, wie setzen wir das sozialverträglich um, wie schaffen wir das quasi, dass das trotzdem eine gute Wirtschaft für alle zum Schluss bringt, wie schaffen wir, dass auch jeder abgeholt wird, dass niemand zurückbleibt, dieses Gefühl, dass keiner vereinzelt ist. Also es gibt diese eine wissenschaftliche Seite,
klar das Budget und wir müssen alle abbauen, aber es gibt natürlich auch diese emotionale Seite, die wir einfach mitnehmen müssen. Und ich glaube, in bestehenden Parlamenten fehlt dafür jegliche Grundlage. Die können diese Form von Politik gar nicht machen. Also es braucht unbedingt neue Gesichter, Menschen, die das quasi in der Lage sind, beides zu transportieren und quasi nachvollziehbar zu machen, warum sowas jetzt nötig ist. Und damit sind wir bei der SPD auf jeden Fall auf dem falschen Dampfer. Ja. Ich schaue nochmal ins Publikum. Möchte noch jemand sich beteiligen? Denn ich würde noch ein Thema aufrufen, nochmal eine Runde drehen und dann kommen wir langsam zum Abschluss. Ein Buch und ein kritisches Buch, auch ein selbstkritisches Buch, selbstkritisch im Sinne auf die eigene Berufung und den eigenen Beruf. Das ist auch immer ein Teil von Aufklärung, natürlich von Selbstaufklärung. Man macht sich Dinge und Zusammenhänge klar, indem man sie recherchiert und dann zusammenbringt und dann in einen Text bringt. Das heißt, das ganze Projekt, was David Gößmann gemacht hat, ist auch ein im Bildungszusammenhang zu sehen. Wir brauchen Aufklärung über die Zusammenhänge. Aufklärung auf der wissenschaftlichen Ebene, Aufklärung aber auch auf der medienkritischen Ebene und Aufklärung über das, was die Politik mit uns macht, beziehungsweise was sie vorgibt, mit uns zu machen, dann im Gespräch, wie das eben angeklungen ist. Insofern, die ganze Klimadebatte ist natürlich auch eng mit Bildung verbunden und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Fridays for Future als Schülerinnen und Schüler, die aus dem Bildungskontext oder aus dem, ja, ich weiß nicht, man sagt Beschulungskontext, könnte man vielleicht besser sagen, kommen, ja, und aus diesem Beschulungskontext ausgebrochen sind und eben festgestellt haben, dass zum Beispiel Themen wie Klima in der Schule keine Relevanz hatten und ich kann auch insgesamt noch nicht sehen, dass sie es haben. Deswegen insgesamt würde ich gerne noch mal eine Runde machen und zu sagen, Klima und Bildung. Und ich stelle das einfach in den Raum. Möchtest du anfangen, Semira? Ja, heute sind tatsächlich die Klimavereinbarungen rausgekommen. Das ist ein mäßig Vertrag, der an Schulen abgeschlossen werden können zwischen SchülerInnen und Schulleitung. Das kann man gemeinsam an der Schule entwickeln. Und diese helfen, lokalere Klimaschutzprojekte an eigenen Schulen umzusetzen und die Initiative auch als SchülerInnen zu ergreifen. Und heute Morgen habe ich mit der Sandra Scheres darüber geredet. Sehr spannendes Gespräch. Natürlich hat sich die Partei sehr solidarisch gegenüber uns gezeigt. Dennoch ist es wichtig, dass wir Klimaschutz mehr an Schulen bringen. Ich meine, die eine Stunde Geografie im Jahr, in Woche, die irgendwie einen Themenkomplex mit Klimaschutz und Klimawandel ab der 10. Klasse hat, da lerne ich auch nichts über den Klimawandel. Das muss schon viel früher angesetzt werden. Und genau da ist es wichtig. Wir fordern, dass Klimaschutz in jedem Fach Bestandteil wird. Und wie man es umsetzen kann, muss man schauen. Wenn es dann einfach nicht umsetzbar ist, muss man es in einem anderen Fach aufstocken. Ich meine, wir werden auf unsere Zukunft vorbereitet. Und wenn unsere Zukunft der Klimawandel ist, dann müssen wir auch darüber Bescheid wissen. Absolut. Ich denke, wir müssen sogar noch darüber hinausgehen ein Stück weit. Und zwar vor dem Hintergrund, das derzeitige Bildungssystem hat überhaupt kein Interesse, uns zu allseits gebildeten Menschen irgendwie zu entwickeln. Zu selbstkritischen Menschen, zu Menschen, die was verändern wollen. Die letzte OECD-Studie, wo es hieß, dass die Kinder heute überhaupt gar nicht mehr das Gefühl haben, dass sie noch was verändern könnten, ja, zeigt ja, wo wir eigentlich schon gelandet sind. Es geht nur noch darum, irgendwo bestmöglich ins System reinzupassen. So schnell wie möglich diesen Schulkörper, die Beschulung abzuschließen und dann ins Arbeitsleben zu übertreten. Das müssen wir aufbrechen. Wir müssen Bildung schaffen, um der Bildung wegen, um das bestmögliche Wissen zu generieren, Menschen zu kritischen Individuen zu erziehen und dann quasi auch die eigene Aktivität vor der Haustür und global, ja, im gleichen Sinne quasi zu realisieren. Und erst wenn wir da hinkommen, wenn wir das so ein Bildungsideal quasi realisieren können, dann können wir quasi auch mit allen Menschen was angehen. Ja. Und da müssen wir auf jeden Fall hin. Deswegen
Entstraffung, Entschlackung und vor allen Dingen viel mehr Zeit in der Bildung, viel mehr Bildung für Bildung, Bildungsbildung. Und all diese Geschichten müssen wir im kleinen Rahmen ansetzen, um solche Menschen zu schaffen. Und dafür wird es langsam mal Zeit. Ja, also ich glaube, der Ausgangspunkt für Veränderungen ist, dass man Wissen hat und aufgeklärt ist und Bildung hat, sonst findet keine Veränderung statt. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, also neben Wissensaufsaugen, ist, dass wir also aussteigen aus diesem Projekt, wie ich es nennen würde, der politischen Infantilisierung, also die stattfindet, dass also viele Menschen sich gar nicht mehr als politische Subjekte wahrnehmen. Das ist also neben der Bildung, also die nur auf Wissen basiert, brauchen wir also wirklich auch ein Bewusstsein bei Menschen, dass sie also politische Subjekte sind. Ich finde sehr wichtig, da sind also die eigentlichen Blockierer, wie ich sie sehe, für eine Veränderung. Ja, das sind natürlich die Politik und die CDU, CSU und SPD und natürlich sind das die fossilen Brennstoffindustrien oder energieintensiven Industrien. Klar, deren Geschäftsmodell basiert darauf, was soll man anderes erwarten, dass sie blockieren. Was aber sehr wichtig ist, ist also die Gesellschaft insgesamt. Und hier gibt es enorme Potenziale für Veränderung. Wie Howard Zinn das mal gesagt hat, der Historiker, der in den USA The People's History of the United States geschrieben hat und gezeigt hat, wie über 500 Jahre Fortschritt erzeugt wurde durch Widerstand von unten. Der hat am Ende gesagt, in den 70er, 80er Jahren, heute haben wir eine enorme Chance. Heute können sich nämlich die Menschen mit denen verbinden, die klassischerweise immer auf der Seite der Mächtigen gestanden haben und deren Politik geschützt haben. Das sind nämlich diejenigen, die Bücher schreiben und Bücher lesen. Das sind diejenigen, die auf Universitäten gegangen sind. Diejenigen, die als Funktionseliten überall sitzen, in den Gewerkschaften, in den Denkfabriken, in der Politik, überall. Die können sich vereinen mit den 99%, wie er es gesagt hat. Und das ist eine historische Chance, die wir haben. Und wir sehen, das ist das Verdienst von Fridays for Future, vielen Klimabewegungen, dass sie im Grunde diese Klasse, diese intellektuelle politische Klasse aufgewühlt haben und herausgefordert haben. Und wir sehen das, Parents for Future, Scientists for Future, alle die Leute, die geschwiegen haben, lange geschwiegen haben, die Wissenschaftler, viele in den Denkfabriken, auch einige Journalisten, Bernd Ulrich ist so ein klassischer Fall der Zeit, da merkt man quasi, dass der jetzt sein Schäfchen ins Trockene bringen will. Das heißt also, die sind herausgefordert worden. Das ist eine enorme Chance. Und da muss man weiter ansetzen, weil diese Klasse, die oberen 20%, ist die Koordiniererklasse, die also sieht zu, wie der Laden hier läuft. Wenn man die erreicht, Lehrer, Professoren und so weiter, und die anziehen kann, dann kann eine Sogwirkung entstehen. Das ist 2019 entstanden, ist dann abgebrochen, nicht nur durch Corona, sondern es ist ein normaler Vorgang gewesen, weil also die Bewegung ist gewachsen bis September. Da sind da Millionen auf die Straße gegangen. Da war das immer ein Medienthema, weil es wurde ja immer mehr, immer mehr, immer mehr und überraschend. Und dann ist das abgebrochen, weil einfach die Politik gesagt hat, wir machen nichts. Und dann ist sozusagen die Sogwirkung weggegangen. Das heißt also, man muss jetzt wieder anfangen, eigentlich diese Sogwirkung zu erzeugen. Und da bin ich mir sicher, alle die Leute, die jetzt also im Moment noch also in den Zeitungen oder Rundfunkstationen oder Denkfabriken das blockieren, werden herausgefordert werden. Dann wird man sehen, auf welche Seite sie sich schlagen. Wir stehen an einem Anfang, aber wir sind mit der Veranstaltung hier im Freilaufkino Hasenheide am Ende. Ich danke allen auf dem Podium, ich danke allen im Publikum. Samira Gandur von Fridays for Future, Alicia Hinon von der Klimaliste Berlin und David Gößmann. Der Anlass war, ich wiederhole es nochmal, der Anlass ist sein neues Buch Kurs Klimakollaps, das große Versagen der Politik, hier und im Buchhandel ihres Vertrauens zu erwerben, käuflich. Und ich würde mich freuen, wenn viele Menschen es lesen. Es lohnt sich. Ich danke Ihnen, ich danke euch sehr für diesen Abend. Tschüss. Thank you.